Ja, das ist deutlich kontaminiert. Also hier ist ein Schimmelwachstum oder hat ein Schimmelwachstum stattgefunden. Das ist sehr unhygienisch und hier muss noch genauer nachgeschaut werden. Also in dieser Hohlraumvorsatzschale ist ein eindeutiger und auch sehr starker Schimmelbefall vorhanden und aus diesem Grund sollten diese Lüftungsöffnungen auch dringend zugeklebt werden, damit diese Schimmelpilze, die ja auch als toxisch eingestuft werden, nicht in die Raumluft vordringen können. Also das kriegt man mit Lüften nicht mehr in den Griff. Also da ist eigentlich schon Gefahr auch in Verzug und hier sollte dringend was gemacht werden. Also das kann ja nicht sein, dass ein Mieter in solchen Zuständen auch lebt. Raumfeuchte und Schimmelpilze sind wohl die häufigsten Probleme, mit denen Bewohner und Mieter heutzutage konfrontiert sind und beim Holzbau häufig auch mit dem Hausschwamm. Dazu kommen noch die Probleme mit Elektrosmog, Umweltgiften und Feinstaub in den Wohnräumen. Schimmelprobleme gibt es nicht nur im Altbau und bei Sanierungen, sondern immer öfter sogar in zu dicht errichteten Neubauten. Die Bilder zeigen, woraus man heutzutage aus Profitgier heraus auch noch Wohnraum machen möchte. Ein Erdkeller wurde in eine geförderte Wohnung umfunktioniert. Man kann sich vorstellen, dass so etwas nicht einfach ist. Das ist eine Aufgabe für erfahrene Spezialisten, denn nur dann kann man aus einer solchen Ruine auch gesunde Wohnräume machen. Seriöse Experten raten jedoch dazu, solche Vorhaben erst gar nicht anzudenken. Fast immer entstehen dann Wohnungen, die dann ganz und gar nicht den blumigen Versprechungen entsprechen. Sehr schlimm ist es, wenn mit öffentlichen Fördermitteln eine umfassende Sanierung so massiv verpfuscht wird wie in diesem Fall. Und dabei ist das nicht einmal der gravierendste Fall, der uns bekannt ist. Aber er zeigt typisch auf, woran es heutzutage am Bau oft krankt. An Unwissenheit und Unfähigkeit. Was sagen Sie als Baubiologe zu so einem Bauvorhaben, wie es hier verwirklicht wurde? Naja, ich kenne das Objekt also auch schon von vorher, wie es früher ausgesehen hat und muss schon sagen, also bei so einem Bauernhaus mit so einem alten Keller, ob das unbedingt notwendig war, dass man diesen auch noch ausbaut zu Wohnzwecken, das ist fraglich, weil natürlich das sicher feucht war als Lagerkeller und eigentlich nie für Wohnzwecke vorgesehen war. Und wenn man natürlich so etwas dann umnutzen möchte in eine Wohnnutzung hin, dann muss man das dementsprechend gut ausführen. Und das ist hier offensichtlich nicht passiert. Natürlich wollen wir schon feststellen, dass die Mehrzahl der Firmen korrekt plant und baut. Und dann passiert so etwas nicht. Schon wenige Monate nach dem Bezug traten feuchte Flecken und Schimmel auf. Und dafür gibt es eine schier unendliche Kette von Gründen und Fehlern. Einmal davon abgesehen, dass die Baufeuchte bei Bezug noch längst nicht entwichen war, wurden falsche Materialien verwendet, die wichtigsten Arbeiten noch dazu unsachgemäß und gegen Normen verstoßend umgesetzt. Auf die zuvor relativ trockene Bruchsteinmauer wurde der falsche Putz aufgebracht und der noch zu dick. Stellenweise wurden 12 cm festgestellt. Ich als Experte, als die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei alten Sanierungen von alten Bruchsteinmauerwerken, dicken Mauerwerken, dass im Prinzip ein Gipsputz dafür nicht geeignet ist, weil der Gips, der nimmt die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und gibt es wieder der Luft, also dem Raum nicht ab. Die Durchschneidung der Mauern und die Unterfangung sind fehlerhaft. Der Bodenaufbau ist fehlerhaft. Die Vorsatzschalung im Feuchtraum in Verbindung mit der Bruchsteinmauer und der fehlerhaften Horizontalabdichtung ist eine gravierende Bausünde, die leider nur allzu oft begangen wird. Das kann man nicht in jeder Situation so bauen. In diesem Fall wurde ein vorprogrammierter Schimmelherd für toxische Schimmel von Unwissenden bereits eingebaut. Ähnlich mangelhaft geht es dann außen weiter. Die Drainage wurde nicht den lokalen Wetterverhältnissen entsprechend für die stärkeren Regenmengen, die hier vorherrschen, berechnet und ausreichend dimensioniert ausgeführt. Die Ausführung ist außerdem purer Pfusch und man sieht es an diesen Bildern. Bei den lokal sehr häufigen Starkregen gelangen enorme Wassermengen über den mehrere hundert Meter langen Hang direkt in die Drainage, anstatt dass sie vorher abgefangen würden.
Die Regenwasserentsorgung ist grundsätzlich falsch, denn es wird mit Sickerschächten gearbeitet, die im dichten Lehmboden vergraben sind. Und das, obwohl die Möglichkeit bestand, in einen Regenwasserkanal einzuleiten. Starke Schichtwässer in mehreren Ebenen im Hang gelangen bei Regen zusätzlich in die Drainage. Zweimal kam es dann auch durch starke Regenfälle zu Überschwemmungen des Kellerbereiches und zur Schädigung sämtlicher Mauern des Gebäudes und im Speziellen der Wohnung. Die Sickerschächte konnten die Wassermengen einfach nicht fassen, sie stauten sich zurück in die Drainage und das war der Tod für das Mauerwerk. Und dabei stehen diese wichtigen Wetterdaten über die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik aber jeden Bauplaner auf Anfrage zur Verfügung. Sie könnten genutzt werden, um in solchen speziellen Lagen auch die richtige Planung zu machen. Wir haben natürlich eine große Menge an meteorologischen Daten, sowohl an Ist-Daten von Stationen, 350 in Österreich, die vor Ort messen, aber auch Prognosedaten, also wie wird sich das Wetter entwickeln, unterschiedlichste Klimaelemente vom Niederschlag, Temperatur, Sonnenscheindauer, Luftdruck, Wind und so weiter. Und das bieten wir natürlich auch unseren Kunden an. Mehrere hochbezahlte Gutachter und Gegengutachter befassen sich im Auftrag des Investors, also des Vermieters und des Bauträgers mit den Problemen. Kein Gutachter nahm Bedacht auf die Schimmelproblematik und die Gesundheit des Mieters. Daher beauftragte der Mieter unseren Baubiologen und Messtechniker, der durch professionelle Schimmelpilzmessungen und seine Analyse im gesamten Gebäude und vor allem in der Wohnung sogar toxischen Schimmel feststellte. Erst dieses Gutachten brachte die Dinge so richtig ins Rollen. Vermieter und Bauträger forderten einen Gegengutachter an, weil sie die Ergebnisse als Fake anzweifelten. Doch der unbestechliche Sachverständige bestätigte den Befund. Und so freut es uns, wir dürfen die beiden Experten im Anschluss an diesen Bericht gemeinsam auf dem Podium begrüßen. Die in weiteren teuren Baugutachten festgelegten Sanierungsmaßnahmen mussten anerkannt werden und genau 4 Jahre nach Übergabe der Wohnung an den Eigentümer wurde mit der neuerlichen Generalsanierung begonnen. Dieses Beispiel zeigt auf, was passieren kann, wenn Investoren und Bauherren, aber auch Mieter an die falschen Bauträger und Firmen geraten. Unser Ziel und Aufgabe ist es, solche Fälle zu verhindern. Und wir können das verhindern. Unsere Baubiologen, Planer, Baustoffexperten und Bausachverständige sowie Kooperationspartner aus Wissenschaft und Wirtschaft beraten und begleiten Sie auf dem Weg zum gesunden Bauen und Wohnen. Ach ja, auch das ist es wert, es zu erwähnen. Der Investor hatte eine weitere Wohnung mit noch größeren Mängeln in einem anderen Objekt von diesem Bauträger gekauft. Und, wahrscheinlich haben Sie es sich schon gedacht, bereits im Zuge der Rechtsstreitigkeiten hat der Bauträger eine neue Firma gegründet und ist unter einem neuen Namen weiterhin in der Sanierung tätig, für die er öffentliche Fördermittel verwendet.